Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist zu Beginn dieser Debatte schon von verschiedenen Rednern gesagt worden, wir führen eine außergewöhnliche Debatte, wir haben eine außergewöhnliche Woche, wir haben eine außergewöhnlich schwerwiegende Entscheidung zu treffen. Und wir treffen diese Entscheidung angesichts einer weit um sich greifenden Besorgnis in unserer Bevölkerung. Und deswegen müssen wir in unserer Debatte auch darauf achten, dass wir die Menschen, die sich aus vielen Gründen und bei der verwirrenden Zahl von Meldungen und bei den Summen, dass wir sie nicht zusätzlich verwirren und verunsichern. Und deswegen ist es wichtig, wenn man in der Darstellung die Dinge nicht verzerrt. Und deswegen will ich nur einige wenige Dinge ein bisschen versuchen, richtigzustellen. Herr Kollege Gabriel, es stiftet unbegründete Verunsicherung, wenn Sie die bilanziellen Risiken oder was immer das bei der Europäischen Zentralbank ist, als gemeinschaftliche Haftung mit dem ESM oder anderen Rettungsschirmen einfach zusammenhängen. Abgesehen davon, dass wir bei der EZB, wenn schon, nur anteilig haften, weil die ja, beim ESM haben wir eine etwas weitergehende, ja, insbesondere beim EFSF, weil ja nur die AAA-Staaten. Aber Sie können nicht einfach die Summen zusammenzählen, ohne dass Sie mit solchen Horrorzahlen eine unbegründete Verunsicherung in der Bevölkerung schüren. Deswegen werbe ich, dass Sie es nicht tun. Im Übrigen dass wir im Interbankenverkehr eine Verunsicherung haben und dass deswegen die Tage-2-Seiten höher sind, als sie auf Dauer sein sollten, ist wahr. Aber dass die mit nichts zu vergleichen sind mit Haftungsrisiken oder Gewährleistungen, die wir in den europäischen Rettungsschirm übernehmen, dass man die deswegen nicht zusammenfassen kann, ist auch wahr. Die zweite Bemerkung, die ich gerne machen würde. Es wird immer so dargestellt, als würden wir ständig neue rote Linien ziehen und zurückziehen. Das ist nicht richtig. Nein, ich will es Ihnen gerne erläutern. Man kann das nur begründen, wenn man zunächst einmal davon ausgeht, dass wir eine europäische Währung haben in einer Konstruktion, wo wir noch keine gemeinsame Finanz- und Wirtschaftspolitik haben. Dass wir etwas Neues haben, dass nämlich der Teil staatlicher Souveränität, der in der Geldpolitik besteht, die Währung in Europa vergemeinschaftet ist, aber andere Teile nicht. Und dass wir dafür eine Konstruktion finden müssen, die mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht ausreichend gehalten hat. Volker Kauder hat schon gesagt, dass Deutschland einen erheblichen Anteil zu ihrer Regierungszeit daran hatte, dass die Erwartungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts nicht eingehalten worden sind. Ich will darauf nicht zurückkommen, sondern ich will sagen, deswegen ist es notwendig, in dieser Konstruktion drei Dinge zu machen. Erstens darauf zu achten, dass Probleme dort, wo sie entstehen, in ihren Ursachen bekämpft werden. Das sind die Schwierigkeiten in der Finanzpolitik einiger Mitgliedstaaten. Deswegen sind Auflagen nicht etwas, um andere zu quälen, sondern um die Krise so zu bekämpfen, dass wir für Europa insgesamt eine dauerhafte Lösung zustande bekommen. Zweitens sind es Mängel oder Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Volkswirtschaften. Und ein niederes Zinsniveau hat über Jahre dazu manche nicht gerade gedrängt, Verbesserungen der Wettbewerbsfähigkeit im Auge zu haben. Was die Bundeskanzlerin gesagt hat, angesichts der globalen Entwicklung, sollten wir alle wieder und wieder uns vor Augen führen. Dass es notwendig ist, dass wir, auch wenn es uns gut geht, darauf engagiert bleiben, dass wir in einer schnell sich wandelnden Welt wettbewerbsfähig bleiben. Und andere Länder haben ein paar Jahre lang mit niederen Zinsen den Druck nicht empfunden, das Notwendige zu tun. Und deswegen ist auch das keine Quälerei, sondern notwendig, wenn wir nachhaltiges, stabiles, nachhaltiges Wachstum in Europa für alle gewährleisten wollen. Deswegen mag ich übrigens auch die Debatte nicht, wer da jetzt gewonnen hat, ob Italien oder Deutschland oder Irland oder wer auch immer. Also im Fußball ist das eine andere Geschichte. Hier geht es darum, wenn wir Europa richtig machen, nützt es allen in Europa. Und deswegen sind richtige Entscheidungen für Deutschland auch richtige Entscheidungen für Europa und umgekehrt. Und der Rest ist ein altes, veraltetes, rückwärtsgewandtes Denken. Dann darf man auch nicht so argumentieren. Und dann gehört das Zweite dazu. Wenn man ökonomisch richtig entscheiden will, muss man die ökonomischen Prinzipien nicht außer Acht verlassen. Und dazu gehört, dass man Entscheidungszuständigkeit
und Haftungsrisiko nicht voneinander trennt. Das war der Fehler mangelnder Finanzmarktregulierung. Deswegen können wir nicht die Haftung für Schulden vergemeinschaften, solange wir nicht eine gemeinsame Finanzpolitik, eine Finanzunion in Europa haben. Und deswegen ist der Satz keine Eurobonds, wenn so verstanden wird, Eurobonds ohne gemeinsame Haftung, ohne gemeinsame Finanzpolitik. Das will ich auch zu meiner Lebenszeit nicht haben. Deswegen arbeiten wir daran, dass wir bald eine finanzielle Struktur in Europa haben, dass wir über diese Fragen nicht mehr streiten müssen. Dass wir Sowas, die Bundeskanzlerin hat wieder und wieder gesagt, wir können so lange nicht Haftung vergemeinschaften, solange die Entscheidung nicht vergemeinschaftet ist. Und dasselbe gilt übrigens im Thema Bankenunion oder beim Thema direkter Zugang zur Bankenkapitalisierung. Solange wir nicht eine europäische Aufsicht haben, solange wir darauf vertrauen müssen, dass nationale Aufseher umsetzen, was notwendig ist, und wir darauf nicht ausreichend vertrauen können, wie beim Stabilitätspakt, können wir das nicht machen. Und deswegen ist die Voraussetzung auch in der Erklärung der Mitglieder des Euro-Währungsgebiets von heute Morgen exakt diese. Wir wollen eine gemeinsame Aufsicht in Europa als Voraussetzung dafür. Die muss erst geschaffen werden. Das ist ein mühsamer Prozess. Aber stellen Sie es doch bitte nicht so dar, als sei das, was man vor zwei Tagen gesagt habe, nicht mehr die Wirklichkeit. Die Kanzlerin hat exakt das, was Politik der Bundesregierung seit Jahren gewesen ist, auch auf diesem Europäischen Rat so vertreten und durchgesetzt. Das ist der entscheidende Punkt. Und dabei müssen wir bleiben. Im Übrigen ist es auch bei den Fragen, um den dritten Punkt dieser Erklärung noch in der gebotenen Kürze wenigstens anzusprechen, bei den Fragen, dass wir die neuen Instrumente, die wir in die EFSF wie in den Entwurf eines ESM-Vertrages eingeführt haben, das sind die Artikel 15, 16, also die Sekundärmarktoperationen, Primärmarktoperationen mit bestimmten Möglichkeiten für den EFSF bzw. den ESM, die stehen in dem Vertrag unter der Voraussetzung der Konditionalität. Sie setzen die Vereinbarung einer Vereinbarung, in der die Konditionalität festgelegt wird, voraus. Und da die Erklärung der Regierungschefs auf die vorhandenen EFSF-ESM-Instrumente Bezug nimmt, ist nichts anderes gemeint und erklärt, als dass genau dieses, so wie es im Vertrag ist, auch in der Zukunft gilt. Dass man für die Konditionalität für die verschiedenen Instrumente des Vertrags unterschiedliche Inhalte festlegt, das ist wahr. Im Übrigen machen Sie das europäische Sekundärrecht, Herr Kollege Schneider, das haben Sie wider besseres Wissen eben getan, ein bisschen arg schwach. Wenn Sie sich anschauen, was die Verpflichtungen nach dem Sixpack, nach dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, was die Verpflichtungen im europäischen Semester sind, was die Verpflichtungen im Rahmen der länderspezifischen Leitlinien sind, wenn die in Vereinbarungen festgelegt werden und wenn sie, was auch Bestandteil der Regelung sein muss, durch die europäischen Institutionen, so wie es der Vertrag vorsieht, überwacht wird in einem strengen Monitoring, dann, meine Damen und Herren, werden diese betreffenden Länder auf den Weg nachhaltiger, stabiler, wirtschaftlicher und finanzieller Verhältnisse kehren. Und deswegen ist diese Erklärung ein Schritt in die richtige Richtung, in der sich auch andere bewegen, die verstehen, es geht nicht, Haftung und Entscheidung voneinander zu trennen. Natürlich brauchen wir einen Fiskalvertrag. Den müssen wir heute ratifizieren als einen wichtigen Schritt und den europäischen Stabilisierungsmechanismus. Und natürlich müssen wir weitergehen in Richtung institutioneller Veränderungen, wie es in dem Mandat für die vier Präsidenten angelegt ist. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir unserer Bevölkerung sagen, warum wir den Gesetzen heute zustimmen, dann müssen wir immer sagen, wenn diese Europäische Währungsunion auseinanderbrechen würde oder wenn wir es nicht schaffen würden, Europa auf finanzpolitischer Stabilität und auf dem Pfad nachhaltigen Wachstums zu halten oder zu bringen, dann wären die Folgen nicht nur für alle anderen in Europa, sondern insbesondere für das Land desaströs, das am stärksten und am erfolgreichsten in den internationalen Handel eingetreten ist. Und wer für Wachstum und Beschäftigung und soziale Sicherheit ist, der muss aus voller Überzeugung diesen beiden Verträgen heute zustimmen. Herzlichen Dank.